Hallo YouTube und willkommen zum nächsten Video. Das erste, was ich eigentlich immer bei so einem frischen Rechner mache, wo dann natürlich Internet Explorer drauf ist, was ich überhaupt nicht mag, ist eigentlich dann einmal zu Google rüber gehen. Auf die Google-Seite, Google bingen und dann wird mir natürlich direkt schon der Chrome-Browser angeboten. Der wird direkt mal installiert. Mag ich einfach am besten, inklusive der Synchronisationsmöglichkeiten mit allen anderen Geräten. Natürlich könnte ich da auch Firefox nehmen, aber was ich beim Chrome dann direkt auch nett finde, braucht kein Flash zu installieren, ist alles integriert und es läuft einfach und für mich persönlich, naja, ich habe mich einfach an Chrome gewöhnt und mag den auch ziemlich gern. Aber das ist nicht das Erste, also eigentlich will ich euch ja das Zweite zeigen, was wir jetzt machen oder was ich normalerweise mit einem neuen Rechner mache. Denn ihr habt es ja eben gleich schon gesehen, McAfee ist drauf und was nicht alles. Wobei dieser Acer Travel Mate ja da sich doch sehr zurückhält mit vorinstallierter Software. Aber die schmeißen wir mal eben runter und nicht, wie ihr jetzt denkt, per Systemsteuerung Software und dann da alles mühsam von Hand. Nein, das ist so, na, ich glaube, das habe ich das letzte Mal vor 2 Jahren oder so gemacht, anderthalb bestimmt. Haben wir unseren Chrome-Browser auch schon, sondern ich mache das inzwischen immer schön. Ja, Standard-Browser, wunderbar, darfst du ändern, bitteschön. Chrome, so. Ich mache das immer mit dem schönen Tool Crappy Fire. So, einmal googeln. Und dann ist es eigentlich egal, von welcher Seite ihr es runterladet. Ich glaube, das ist so, dass die Daseinsberechtigung, die es heutzutage noch für die Chip-Seite gibt. Warte, habe ich jetzt. Ja, schnappen wir es uns. Nein, stopp, ich will kein ZIP. Ja, Setup abbrechen. Habe ich denn jetzt hinge? Bin ich denn hier auf ZIP-Opener gekommen? Das kommt wieder davon, wenn man sich hier einfach da Advertisement und nicht aufpasst. Ah, Nasenbär im Einsatz. Download-Page. Da, ne, da wollte man einmal, geht man einmal nicht auf die Chip-Seite und macht dann sowas. Aber dafür ist man ja hier, um Fehler zu sehen und zu sagen, ah, Technik-Faultür, stopp. Und mitleidend vor dem Bildschirm zu hängen. Windows Smart Screen? Ja, ich will doch nicht. Brauchst du nicht Smart Screen? Gib mir die Datei. Check for Updates. Wobei, ich habe sie gerade vom Server geladen. Das wird ja wohl die aktuellste sein. Next. Ja, installieren. Hopp, hopp, hopp. Ja, Computer ist out of the box. Ja, Wiederherstellungspunkt wählen. Wobei, naja, bei einem frischen System braucht man es nicht wirklich, weil, wenn man da was vermurkst, kann man es ja direkt sowieso wieder komplett neu aus dem Image da aufspielen, was da so auf der Festplatte schlummert. Aber egal, lassen wir ihn doch ruhig mal hier seinen Wiederherstellungspunkt erstellen. Ja, hast du super gemacht. Und jetzt legen wir endlich mal ganz kurz los. So, jetzt zeigt er mir den erstmal den NTA Media Maker als allererstes, das er runterschmeißen will. Ja, okay. So, und da wollen wir eigentlich hin. Jetzt nochmal in die Übersicht mit verschiedenen Software-Dingern. Es gibt genügend Dinger von Acer, die man da rausschmeißen kann. Was man jetzt vielleicht nicht, also diesen Backup-Manager, was man vielleicht nicht rausschmeißen sollte, ist dann hier so ein Power-Manager. Je nachdem, wie dann da gewisse Stromsparmechanismen funktionieren. Aber was man ohne Probleme rausmachen kann, ist dieser die Registrierungssoftware, dann Broadcom. Besser mal nicht. Ihr möchtet ja noch euren Kartenleser und euer WLAN behalten. CorelWin DVD, sowas kann dann dafür raus. Chrome habe ich gerade installiert. Intel bleibt mal besser drauf. So, dann, also ihr seht ja auch hinten, wer es hergestellt hat oder woher es kommt. Acer gibt es genügend, was man dann runterschmeißen könnte. Wo wir dann aber wieder landen, ist natürlich dann bei McAfee.
Ah, runter. Microsoft Office, diese Gratis-Try-Version, die fliegt hier auch direkt runter. Den Media Maker. So, und natürlich hätte ich oben von Acer auch noch was. Aber hier ist erstaunlich wenig Zeug drauf. Normalerweise ist da ja, sind die Rechner heutzutage ja um einiges mehr zugemüllt. Und das ist jetzt natürlich sehr einfach, sich dann einfach nur durch die angezeigten Entfernungsdinger zu klicken und nicht mehr jedes Mal rüber zu Einstellungen, Software deinstallieren und sind Sie sicher, tausendmal durch, am besten noch jedes Mal einen Neustart aufgezwungen zu kriegen oder was auch immer. Also PC Decrapifier kann ich an dieser Stelle mal wirklich, wirklich, wirklich empfehlen. Und das Einzige, wo ihr halt aufpassen müsst, ist bei der Auswahl. Wenn es Sachen gibt, wo ihr euch nicht sicher seid, dann lasst es drauf. Wenn dann aber da fünfmal, was weiß ich, Bild, HRS Hotels, McAfee oder was nicht alles für ein Käse da drauf ist, nettes Tool, das alles auf einmal dann hintereinander wegzukriegen und sich da nicht einzeln durch die Sachen zu klicken. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.